Sein in Wien ist manchmal stressig, trotzdem immer leibend und echt cool. Jede und jeder Vierte in Wien ist unter 26. Daher hat Wien ein tolles Freizeitangebot für junge Leute. Überhaupt gratis oder sehr günstig, denn alle sollen es nutzen können. Challenge beim Skateboard Contest, wo die Kids und die Großen souverän ihre Höhenflüge zeigen. Geschwindigkeit. Ja, Adrenalin. Weil es sehr sexy ist. Das war echt ein Wahnsinnsfinale. Dahinter steckt hartes Training. Bei den Kursen mitzumachen ist einfach und kostet wenig. Ich muss sagen, Stadt Wien, wirklich Hut ab, dass es so eine Anlage da gibt. Die Freizeitlandschaft, die den jungen Menschen in Wien gehört, bietet Action für draußen und drinnen. Wien hat ein flächendeckendes und vielfältiges freizeitpädagogisches und kulturelles Angebot, maßgeschneidert für alle Jugendkulturen und Altersgruppen. Die Street Academy mit vielen Gratis-Workshops, zum Beispiel Beatboxing. Workshops für DJs, Konzerte, Bühnenwettbewerbe steigern den Aktivierungspegel und bringen neue, frische Ideen. In Europa einzigartig, die Wiener Parkbetreuung an 130 Orten, an denen junge Leute sich treffen. So wie hier beim kostenlosen Street-Soccer-Turnier. Soul-Sänger Big John, hauptberuflich einer der 400 Jugendbetreuer und Betreuerinnen. Ihm geht es um Aufmerksamkeit, gemeinsames Spiel und einfach Liebe. Liebe und auch ein bisschen Disziplin. Konflikte vermeiden, mit Respekt und Fairness friedlich miteinander auskommen, über unterschiedliche Kulturen hinweg. Egal, ob das ein Schwarzer ist oder ein Weißer, jeder darf mitspielen. Jeder ist gleich viel wert. Teamgeist, Fairplay und Mädchenpower. Das bedeutet, dass auch Mädchen was können und nicht nur Jungs. Wien sucht seinen eigenen Superstar. Die Wien Extra Soundbase mit dem Acoustic Club bietet dem Nachwuchs eine offene Bühne, Unplugged, für viele der erste große Auftritt. Das finde ich zum Beispiel sehr cool, weil es sehr durchgemischt ist, also Soundbest, und ich finde es echt super. Ja, warten wir darauf, auf diese eine Nacht im Sommer. One word and you can be sure. One touch will send me to hell. Leistung und Herausforderung bei den Gratis-Workshops für Bike Trial. Wie man auf zwei Rädern abhebt. Erlaubt sind alle Figuren am Mountainbike, die man sich zutraut. Freizeitgestaltung, die auch die innere Balance fördert. Mediensamstag im Jugendzentrum Mextreff. Die Jugendredaktion macht Fernsehen. CU Television für die Jugendsendung am Wiener Kabelsender Okto. Eigenverantwortlich, niemand kann reinreden bei Themensuche, Dreh und Interviews. Man lernt sich ja natürlich auch mit der Kamera umzugehen und wie man auch zu moderieren zum Beispiel. Ich war früher schon schüchtern und durch das bin ich eher offener geworden und so. Mit dem Handy eigene Filme drehen, vom Storyboard über den Schnitt am Computer bis zum fertigen Clip. Kostenlos beim Kleinstgruppen-Workshop im Medienzentrum. Es macht am meisten Spaß, im Team zusammenzuarbeiten. Für mich ist dieser Workshop sehr wichtig, weil ich möchte mal Schauspielerin werden. Medienpädagogik zum Angreifen, Förderung der Kreativität, Spezialeffekte, Brainpower, neue Chancen, sich zu verwirklichen und zu entfalten. Die Wiener Game City im Rathaus mit 53.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr. Die europaweit einzigartige Großveranstaltung für Spiele und neue Medien bei freiem Eintritt. Spielen, alle Highlights ausprobieren, Beratung. Wer wissen will, was in Wien alles läuft für junge Leute, der kommt in die Wien Extra Jugendinfo am Burgring, mitten in der City. Hier gibt es die günstigsten Tickets für alle Events in Wien. Dazu Ideen, Anregungen und Informationen über das Stadtleben, die Hotspots und auch die Veranstaltungen, die gar nichts kosten. Partys und so, Freunde treffen und so Action halt, das ist schon lärmend. Gratis No-Alk-Cocktails mit vielen Vitaminen für die lange Partynacht. Gemeinsam feiern, gute Stimmung, Spaß haben, austoben. Ohne Alkohol, Drogen oder Gewalt. Feste, Discos, Tanzwettbewerbe in den über 50 Wiener Jugendzentren, Treffs und Cafés. Die bieten auch während der Woche offenen Betrieb als Freiräume ohne Konsumationszwang mit Ansprechpartnerinnen und Partnern, jeder Menge Aktivitäten, Projekten, Gruppentreffen, Diskussionsrunden und Kursen. Für die beste Qualität der Umsetzung sorgen Vereine mit rund 1000 geschulten Jugendbetreuerinnen und Betreuern. Street Dance Workshop, Körperbeherrschung, Kraft, Rhythmusgefühl und Ausdruck, wie die Profis.
für die Teilnehmer kostenfrei. Auch die Kurse für diese Jumps sind Teil der Wiener Kinder- und Jugendarbeit. Die Stadt Wien investiert dafür in Summe pro Jahr rund 38 Millionen Euro. Alles pulsiert und überall ist immer was los. Und vollkommen tages-nacht unabhängig, egal wo. Es macht Spaß in Wien. Aber das ist nicht selbstverständlich. Da muss man auch was tun dafür. Wenn wir zurückdenken, vor 20 Jahren haben viele das Gefühl gehabt in Wien, es werden in der Nacht die Gehsteige aufgeklappt, ab 20 Uhr tut sie nichts mehr. Jetzt gibt es Filmfestivals, jetzt gibt es eine belebte Donauinsel, jetzt gibt es die offenen Jugendzentren und viele kulturelle Angebote, die bis spät in die Nacht offen haben. Und dahinter steckt ein System, nämlich das System, optimale Angebote für junge Menschen in der Stadt zu bieten. Jugendsein in Wien ist super! Was es da alles gibt für junge Leute, das lässt sich besonders intensiv erleben bei der Nacht der Wiener Jugend. Mit Open House und Live-Programm in den Wiener Jugendeinrichtungen. Tausende Jugendliche nützen jedes Jahr die Einladung zu diesem Mega-Event. Ganz Wien wird zur Partyzone. Mehr als 70 Locations zeigen die Breite der Jugendarbeit und bieten alle Highlights. Und das bei großteils freiem Eintritt.